Hallo, herzlich willkommen im Themenstrang Creative Thinking. Blicken wir wieder in die USA, weil von dort schwappen ja viele Ideen und Konzepte zu uns. Und dazu zählt wesentlich das Konzept der kreativen Klasse von Richard Florida, der als Ökonom rund um die Jahrtausendwende den Aufstieg der kreativen Klasse als Erfolgsfaktor gewisser Regionen, wie zum Beispiel der Silicon Valley, identifizierte und in einem Bestseller verkündete. Und damit zum beliebten Lehrmeister regionaler Entwicklung und Stadtforschung in allen möglichen Weltregionen aufstieg. Aber fangen wir vorne an. Wir leben ja in einer Netzwerkgesellschaft, einer Gesellschaftsform, die seit den 1970er Jahren sich herausbildete aufgrund der wirtschaftlichen Krisen, den subkulturellen Bewegungen und dem Aufkommen der Digitalisierung. Seitdem entwickelt sich die Welt weg von der industriellen Produktion hin zu einer Gesellschaft, die qualitatives Know-how, also altes Wissen mit neuen Ideen zu innovativen Entwicklungen zusammenführt, was dann zu Wirtschaftswachstum führen kann. Nun kann man zu dem Wachstumsgedanken natürlich durchaus sehr kritisch stehen, aber auch nachhaltige Entwicklung kann nur transformativ mittels Innovation entstehen. Und was braucht es für neue Ideen, die altes Wissen neu interpretieren und mit zum Beispiel technologischen Entwicklungen zu neuen Produkten oder Dienstleistungen zusammenführen? Richtig. Kreativität ist seitdem eine zentrale Kompetenz, die zwischenzeitlich sogar von der OECD als solche gefördert und gefordert wird. Richard Florida kommt es zugute, diese Entwicklung zu einem Konzept zusammengeführt zu haben, das davon ausgeht, dass halt diese bestimmten Rahmenbedingungen in Städten oder Regionen zusammenkommen müssen, um attraktiv zu sein für die mobilen Kreativen, und dies sind weit mehr als nur die Künstler. Die Kernkreativen sind nämlich Menschen, die neue Ideen und Entwicklungen zusammendenken können und daraus im kollaborativen Verbund wahres Neues schaffen. Daneben gibt es noch die professionellen Kreativen, die in ihrem Arbeitsprozess selbst auch kreativ vorgehen müssen, zum Beispiel Anwälte, Chirurgen und alle Menschen, die im Grunde diese Ideen dann auch in den Markt reintragen helfen. Florida hat dann festgestellt mit seinen Forschungen, dass sich diese Leute halt von bestimmten Rahmenbedingungen in den Regionen angezogen fühlen. Das fasste er unter den drei Ts zusammen, die hatten wir auch schon in dem Themenstrang Arbeitsorganisation kurz angesprochen. Technologie, Toleranz und Talente, das sind die zentralen Attraktoren, die auch andere Kreative anziehen. Und seitdem konkurrieren San Francisco, Berlin, Barcelona und noch einige andere Städte um die besten smarten Köpfe. Warum dieses Zusammengreifen von kreativer Kompetenz, räumlichen Rahmenbedingungen und technologischem Know-how vielfältig zusammenkommen muss, das zeigt sich am Silicon Valley. Hier treffen sich in teilweise Zufallsbegegnungen im Café potenzielle Kapitalgeber mit kreativen Köpfen aller Art, die in ihrer Diversität zusammen eine kollektive Intelligenz bilden, aus der heraus das wahrhaft Neue entsteht und insofern sich von dem unterscheidet, was wir hier haben. Nun haben sich aus dieser Entwicklung heraus verschiedene Kultivierungsprozesse entfaltet, die helfen können, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen, sozusagen als kreative Inkubatoren dienen. Die D-School, die vom SAP-Gründer Hasso Plattner finanziert wird, zunächst im Jahre 2005 im Silicon Valley, nämlich an der Stanford University, aufgebaut. Es ist eine Schule für die Ausbildung eben genau dieser zentralen Kreativitätstechnik, nämlich dem Design Thinking. 2 Jahre später wurde eine D-School am Hasso-Plattner-Institut hier in Potsdam aufgebaut und seit diesem Jahr gibt es eine in Johannesburg in Südafrika. Design Thinking ist eine Methode, die im iterativen und inkrementellen Verfahren, also immer wieder neu gedacht, Unternehmen und Institutionen hilft, sich transformiert aus dem alten Kokon herauszuschälen, um ein Geschäftsfeld völlig neu zu denken. Es ist somit eine Rahmung für ein offenes Verfahren, in dem alte Gedankengänge durchbrochen und neu zusammengesetzt werden. Ein Teil dieser Methode ist die Fokussierung auf offene Rahmenbedingungen, auf offene Raumgestaltungen, die es erst ermöglichen, anders zu denken als in diesen Schachtelbüros oder Frontalbeschallungsschulungsräumen. Was sich aus dieser Bewegung in der Zwischenzeit entwickelt hat, kann man an den vielfältigen neuen Raumkonzepten in Unternehmen sehen, die jetzt der Reihe nach teilweise verzweifelt ihre Wände einreißen, versuchen, die Kreativität dort einzufangen. Ich konnte über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme mit Claudia Nicolai, der akademischen Direktorin der D-School Potsdam, sprechen. Ihr könnt es euch im Archiv anschauen. In dem Themenheft Innovation der Brand 1 Redaktion
ist darüber hinaus ein Interview mit Frederik Pferd enthalten, der als Kopf der Innovations- und Kreativitätsprogramme bei Google diese Design Thinking Methode dort etabliert hat. Nutzerorientierung, Multidisziplinarität, Offenheit, 10-Potenzfachdenken und die Always-Beta-Mentalität waren in Ansätzen immer schon bei Google vorhanden, werden jetzt mit der Methode professionalisiert. Übrigens arbeitet Pferd nebenbei auch noch als Dozent an der Stanford University, also an der D-School, und ist übrigens ein Deutscher. Ebenfalls 2005 hat sie sich auf den Weg gemacht, die Welt zu erobern. Und mit einem Buch von Chris Anderson hat sie dann das komprimierte Licht der Welt erblickt. Auf der O'Reilly-Konferenz wurden zwei sehr interessante Projekte vorgestellt aus dieser Maker-Kultur. Zum einen die Adafruit Industries, ein Projekt von Lima Fright, das ohne Investmentkapital sich mit den eigenen Einnahmen immer weiter vergrößert. Sie verkaufen Werkzeuge, Ausstattung, Spielereien aus dieser Maker-Kultur über ihren Online-Shop. Und interessanterweise produzieren sie ihren Zeug auch selbst in ihrer eigenen Fabrik in Manhattan auf einer Apartment-Ebene. Tim O'Reilly meinte dazu, die Maker-Kultur wäre der Beginn der Bewegung, die die Produktion wieder zurück aus Billiglohnländern in die Sphäre der Konsumenten zurückhole. Lady Ada, wie die Gründerin gerne genannt wird, ist so ein wenig die Ikone der Maker-Kultur, hat mir Philipp Stefan so berichtet, mit dem ich auch sprechen konnte. Könnt ihr euch auch im Archiv anschauen. Sie ist nicht nur eine junge, extrovertierte, technologisch kompetente Frau, sondern auch die Art, wie sie ihr Business mit zwischenzeitlich immerhin 50 Mitarbeitern aufbaut, ist ausgesprochen zeitgemäß. Wie gesagt, sie wächst per Bootstrapping, also ohne Kapitalgeber, von dem sie irgendwie abhängig wäre. Sie nutzen intensiv die Social-Media-Kanäle und sie bildet selbst per Videokonferencing Woche für Woche Leute aus, dass sie und zeigt denen, wie sie das macht und was man machen kann, weil sie halt an den Open-Source-Gedanken glaubt. Und darüber hinaus hat sie natürlich dann auch die Plattform, um diese Sachen dann auch wiederum zu verkaufen. Das ist wohl, dieses Trainingsprogramm ist in der Zwischenzeit der wichtigste Marketing-Aspekt überhaupt bei ihr und war sehr beeindruckend auf der Konferenz, sollte man sich mal anschauen. Weiteres interessantes Projekt, das auf der Konferenz vorgestellt wurde, war das TechShop-Modell. TechShop ist eine Community-basierte Workshop-Reihe, die an verschiedenen Standorten in Kalifornien und anderen US-Städten jeweils einen zentralen Zugang zu technologischen Innovationen und Maschinen gewährt und die Leute daran schult, damit sie selbst, also die Leute, bei Interesse innerhalb, was weiß ich, von einem Jahr eine eigene Roboterfirma aufbauen können. Ist auch schon geschehen. Sie bezeichnen sich im Übrigen als ersten internationalen Open Access Workshop, weil sie den Zugang zu Innovation demokratisieren wollen. Tolles Konzept, erinnert ein wenig an die hier bei uns bekannten Fab Labs, nur halt nochmal eine Stufe weitergedacht. Wir können das im deutschsprachigen Raum ja auch seit einigen Jahren verfolgen. Es hat sich eine Crowdfunding-Bewegung etabliert. Da viele kreative Entwicklungen halt nicht attraktiv sind für gängige Finanzierungsformen und von daher am Markt geschaut werden muss, ob die eigenen Ideen oder Prototypen auf Interesse stoßen. Vorreiter auch hier natürlich ein US-amerikanisches Startup, das aber in New York angesiedelt ist und nicht in Kalifornien, Kickstarter. Übrigens ist die Idee entstanden, weil einer der Gründer 2002 in New Orleans für das Jazzfestival das österreichische Duo Kruder und Dorfmeister engagieren wollte, sich überlegte, wie bekommen da wohl das Geld zusammen. Und aus dieser Ursprungsidee ist im Grunde Kickstarter entstanden. Sie sind dann 2009 online gegangen, also hat eine Weile gedauert, und dann hatten sie ihr Portal online und seitdem sind mehr als 2 Milliarden US-Dollar schon eingesammelt worden darüber. Nicht schlecht. Auf der O'Reilly-Konferenz berichteten sie von ihrem Switch, sich nunmehr als Public Benefit Corporation aufzustellen, eine Organisationsform, die es so bei uns gar nicht gibt. Im Gegensatz zu einem rein gewinnorientierten Unternehmen entzieht man sich mit dieser gemeinnützigen Komponente der Erfordernis, sämtliche Geschäftstätigkeit ausschließlich unter Gewinngesichtspunkten zu betrachten. Damit können soziale und umweltpolitische Kriterien auch mitgedacht werden. Bei Kickstarter hatte ich den Eindruck, sie wollten sich absichern, nicht eines Tages von einem Investor aufgekauft zu werden, der ihren zentralen Anspruch pervertiert, den Kreativen eine Möglichkeit der Finanzierung zu bieten. Ihr Plädoyer für mehr Idealismus in der Wirtschaft, gut,
macht aber einen vernünftigen bzw. glaubwürdigen Eindruck auf mich. Als Vorbilder nannten sie Patagonia, Basecamp und Pinboard. So, in diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es bringt euch was. Ein paar Eindrücke von drüben. Macht was draus. Berichtet darüber und dann bis dann. Ciao.